Essen zurück. Keine Sorge. Erst musst du das sehen. Diese Leute werden gerade erst mit uns warm. Wenn du ständig zu allem zu spät auftauchst, wirkt das respektlos. Was wollen die denn tun? Einen Haufen Fireflies verjagen, die sonst nirgends hin können? Vielleicht. Ich will's nicht rausfinden. Sagen wir einfach, wir waren auf Patrouille und sind auf Infizierte gestoßen. Das ist so, Owen. Komm einfach und sieh dir das an. Und damit herzlich willkommen in einer neuen Aufnahme von Let's Play The Last of Us 2. Wir befinden uns immer noch in Seattle als Abby. Und quasi in der Vergangenheit von Abby. Als sie noch mit Owen zusammen war. Und Owen wollte uns irgendwo hinbringen. Und ich bin sehr gespannt, wohin das ist. Wie ich gerade sagen wollte, ich weiß nicht genau, wo er uns hinbringt. Auf jeden Fall ins Aquarium rein. Da sind wir ja in der letzten Aufnahme mit Ellie drin gewesen. Und haben Abby gejagt, beziehungsweise gesucht. Was für ein Ort? Das ist bestimmt einer von diesen Zoos. Bloß für Fische. Klappe. Ein Aquarium, meinst du? Ich habe neulich eine Robbe gesehen. Sie hatte überall Punkte. Die haben keine Punkte. Sie sind braun. Das sind Seelöwen. Nein. Nein, du hast keine Ahnung. Ich weiß, was ich gesehen habe. Mit meinen Augen. Dann brauchst du vielleicht neue Augen. Und was wolltest du mir jetzt zeigen? Ich meine, wir sind jetzt hier im Aquarium, aber... Okay, es gibt auch nur einen Weg. Waffe können wir auch nicht ausrüsten, also... Ja. Hilf mir mal damit. Yep. Und einmal hoch das Tor. Was ist das hier? Na, das ist eindeutig eine Art Theater, bloß für Fische. Au, au, au! Bist du jetzt ein Hahn? Was? Ich bin ein Wolf. Das ist mein Geheul. Ganz schlecht. Das ist das Delfinarium hier. Und eine Yacht. Das Segelboot gehörte zur Show? Nee, sieht aus, als hätte es jemand zu einer Art Dock umgebaut. Ja, was haben wir denn hier? Ein Pullover. Hier sind Kindersachen. Bestimmt war eine Familie hier. Sieh dir die Zeichnung an. Kinderzeichnung. Was wohl aus ihnen geworden ist. Vielleicht gingen sie zu den Wolves. Ja, oder wurden von Scars getötet. Was für ein Optimist. Tja. Was soll man denn anders vermuten? Also ich glaube nicht, dass die zu den Wolves gegangen sind, sondern eher, dass sie tot sind. Aber ich sag mal so ein Boot, das ist ja eigentlich schon sehr sicher. Wenn man damit, oder wenn man genug Nahrung hat, dann kann man hier mit Sicherheit lange leben. Und er guckt sich dauernd die gleichen Bilder an. Okay, soll er mal machen. Wir schauen uns derzeit hier mal um. Na, Lust auf den restlichen Fischzoo? Meinst du, es gibt noch mehr zu sehen? Na klar. Auf geht's. Ja, nach dir. Ich folge dir. Okay.
Und das wolltest du uns jetzt zeigen, Owen? Oh, 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 oh. Ich glaube, da gibt's Klärungsbedarf. Aber ich soll wieder vorgehen. Okay. Schwertwale sind das hier, glaube ich. Welche mit diesem Mosaik dargestellt sind. Ach, das wurde sogar im Fernsehen übertragen. Ja, das ist ja geil. Ich bin gespannt, ob es hier vielleicht auch Haie und sowas noch gibt. Meinst du, du kommst da durch? Hilf mir da hoch. Ja. Yep. Wir können es gerne rausfinden. Ja. Okay. Ach du Scheiße, gar nicht übel. Hab gestern 180 Pfund gestemmt. Ja, klar. 180 Pfund. Schnell mal um und dann kehren wir zurück. Mhm. Ja, nur dass das noch gar nichts ist und du mich noch anflehst zu bleiben. Träum weiter. Wart's ab. Gibt's ja Fische? Ich glaube eher weniger. Ob die wohl mit dem Meer verbunden sind? Nein. Also ich war zwar noch nie in so einem Aquarium, aber ich glaube nicht, dass die mit dem Meer verbunden sind. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Oh, Wale. Wow, sieht man nicht jeden Tag. Tja. Hey Owen, keine Punkte. Sieh mal. Tja, ich habe auch keine aus Bronze gesehen, also... Tja. Okay, das ist schon echt heftig, so eine Skulptur. Finde ich schon echt cool. Erinnert mich so ein bisschen an den Jurassic Park. Da ist ein Aquarium am Boden. Kannst du dir vorstellen, was hier mal los war? Lachende Kinder, die rumlaufen. Meinem Dad würde es hier gefallen. Ja, er wäre ganz aus dem Häuschen. Ja. Tja. Ich beanspruche diesen Ort. Mit mir. Besuchen erlaubt. Oh, bist du sicher? Nicht so ganz. Ich werde abwarten, wie nett du zu mir bist. Du bist ein Arsch. Kein guter Start. Und jetzt? The Open Ocean Experiments. Okay. Max Spielecke. Versperrt. Owen, ich glaube, dir ist schon jemand zuvor gekommen, das zu beanspruchen. Also ich glaube, da hast du kein Glück gehabt. Tja, aber sowas hier gibt es in Deutschland, glaube ich, nicht. Oder zumindest nicht in dieser Art. So ein Aquarium. Wüsste ich jetzt nicht, wo es das hier in Deutschland legal gibt. Vor allem in dieser Größe. Und vor allem mit der Artenvielfalt, wie Haie und sowas. Wir müssen mit den anderen zurückkommen. Gute Idee, damit sie auch die Regeln brechen. Ist das nicht wert? Warte ab, wie viel Ärger wir nachher dafür bekommen. Ha, dir gefällt's doch. Sei doch still. Also... Wie wär's mit Owen? Du hattest recht. Danke, dass du mich an diesen wunderschönen Ort gebracht hast. Ich überleg's mir. Das Erste. So, hier ist ein Café. Gibt's hier irgendwie noch was? Nö, nö. Sieht man nicht. Oh. Ein Toter. Der hat doch einen Zettel dabei, warum können wir uns den nicht angucken? Ah doch, das. Oh, eine Abschiedsnachricht wahrscheinlich. Ob das wohl unser Kapitän ist? Shit. Dad, ich bringe Max von hier weg. Er kann nicht sein ganzes Leben lang in diesem verrotteten Gebäude eingesperrt sein. Hier wird er nur seine Schwächen annehmen.
Als die Soldaten Mama umgebracht haben, hast du mir zugesehen, wie ein Feigling. Was ein Vorbild bist du. Du hättest wütend werden sollen. Du hättest ihren Schmerz zufügen sollen, sie rächen sollen. Ich will, dass Max sieht, wie es ist, wenn Leute sich für das einsetzen, was sie wollen. Wenn sie bereit sind, etwas aus ihrem Leben zu machen. Wenn die Welt ist schlecht, es liegt an uns, das zu ändern. Nur in der Schwäche finden wir wahre Stärke. Vielleicht kommen wir eines Tages zurück. Falls ja, hoffe ich, dass du nicht immer noch nur auf deinem blöden Stuhl herumsitzt. Tja. Seine Kinder haben sich den Scars angeschlossen. Scheiße. Hm. Tja, das Gute ist, wir haben die Schlüssel. Was ist los mit dir? Er ist ein Skelett, er braucht sie nicht mehr. Ich weiß einfach nicht. Wieso schließt man sich freiwillig den Scars an? Wieso nicht? Weil dieser Kult wahnsinnig ist. Deswegen. In den Quarantänezonen gelten die Fireflies als Terroristen. Fanatiker. Wir waren naiv, aber wir waren nicht fanatisch. Wir haben Kontrollpunkte gesprengt und Soldaten ermordet. Das ist nicht dasselbe. Ich sag ja nur... Sag solches Zeug ja nicht im Stadion, okay? Okay, schon gut, schon gut. Tja, Owen hat nicht ganz unrecht. Die Scars sind nichts anderes wie die Wolves. Sie töten Menschen einfach nur so. Und genau das ist das Falsche daran. Und ich finde immer noch, Joel hatte recht. Er hatte recht, Ellie zu retten. Meinst du, das ist die Familie vom Boot? Würde ich sagen, ja. Tja. Dann mach mal auf hier. Probierst du die Schlüssel? Oh ja. Den hier? Nee. Wie wär's mit... Geschafft. Krass. Das Malen muss ewig gedauert haben. The Open Ocean Experience. Die weite Meerausstellung. Oh. Sag bloß nicht, du willst da runter. Komm schon. Owen. Das war's dann. Versprochen. Das war's dann. Einfach nicht runterschauen. Geh schon. Geht doch. Ob das so eine gute Idee ist, ich weiß ja nicht. Ich glaube eher weniger, aber... Tja, wir wissen ja wohl, dass Abby überlebt. Sieh dir die an. Würde den Jungen gern kennenlernen. Ich meine, er ist ein Scar. Hast du vielleicht? Scheiße, hoffentlich nicht. Wow. Komm hier rein. Cool. Wow. Ja. Siehst du das? Sie sind wirklich gepunktet. Ja. Ist es dir zu schnell? Nein. Ist es das? Es ist das, oder?
Du findest mich abstoßend. Komm schon, Abs. Es tut mir leid. Hey, sag das nicht. Red mit mir. Ich weiß, alle Spuren sind kalt. Aber... Joel ist immer noch da draußen, weißt du? Ich weiß. Was soll ich tun? Gehen wir zurück. Wir können weiter trainieren. Geh schon mal vor. Was ist mit dir? Ich werde noch eine Weile bei den Robben bleiben. Es tut mir leid. Ich sagte doch schon. Sag das nicht.